Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sportflash-Telco am Montag. Ja, gab ja ein paar größere Ereignisse. Das IMAG ist rausgekommen, das letzte dieses Jahres. Argentinien ist Weltmeister geworden. Sehr guter Einsatz, Lars. Und jetzt werdet ihr beide öffentlich Abbitte leisten. Ja. Ach Mann, leider. wir wussten ja sowieso Leider, leider, darüber. leider, leider müssen wir uns bei Marc öffentlich entschuldigen, da wir ja mit seinem Argentinien-Tipp vor der WM gesagt haben, jo, ist gut. Er hatte natürlich recht. Gut, was lernen wir daraus? Widerspreche nie, Marc. Ich war auch nur ganz knapp vorbei. Ja, vorbei war ich auch. Mit meinen Belgiern. Eine Starparade vom argentinischen Torhüter entfernt. Ja, aber es war ja knapp. Es Zumindest. war knapp, ja. Ja, gut, also wie gesagt, es war ja über weite Strecken, war Argentinien schon klar die bessere Mannschaft. Ja, definitiv. Ich habe auch ganz ehrlich nicht mehr dran geglaubt, dass da irgendwie großartig was passiert, aber um ehrlich zu sein, ich habe den größten Teil in der Zusammenfassung gesehen und den letzten Live-Teil dann noch mitbekommen. Also ich kann gar nicht so ganz hundertprozentig alles zu dem Spiel sagen, ne? Ja. Ah ja, gut, also das Spiel werden wir ja dann auch am Donnerstag nochmal eingehen. Aber ich würde ja gerne mal jetzt so deine, weil du bist ja am Donnerstag nicht dabei, persönliche Meinung jetzt so ein bisschen als Fazit zu der WM in Katar. Meine? Ja. Ah. Also ich bin am Donnerstag dabei. Meine wird er nicht wollen. Er ist am Donnerstag dabei, er kommt nicht aus. Okay. Mein persönliches Fazit ist, dass ich absolut Winter-WMs nicht mag. Es war für mich immer noch überhaupt keine Stimmung vorhanden, die ich irgendwie brauche, um den Fußball da genießen zu können. Dann habe ich außerdem gemerkt, wie weit der deutsche Fußball dann doch von dem tatsächlichen Fußball abgerückt ist oder einfach nicht mehr hinkommt. Ich war überrascht, dass die Argentinier das diesmal durchgezogen haben, gebe ich auch zu, weil ich habe immer gedacht, na, da kommt irgendwas passiert wieder, dass es nicht klappt, weil bisher war es immer so. Und sonst, ja, ich sage jetzt mal ganz einfach, bin ich immer noch irritiert darüber, dass der Infantino irgendwie gefühlte 3 Minuten den Pokal festgehalten hat, bevor er den Messi den gegeben hat. Also dieses Selbstdarstellung, Katastrophe, fand ich das. Ja, und sonst generell, also ich glaube, es war immer noch der falsch, nach Katar zu gehen. Ich finde auch nicht, dass es die beste WM aller Zeiten war, überhaupt nicht, obwohl das jetzt einige sagen. Also ich glaube, es waren ein paar schöne Spiele mit dabei. Ja, das mag ich, glaube ich, überhaupt nicht. Das sage ich ganz Ja. ehrlich. Ja. Aber vielleicht war es die beste Winter-WM. Ja, die beste Winter-WM, ja. Von mir aus, ja. Gab schon so viele. Ja, du, vielleicht war sie vor Ort, das kann ja keiner von uns auch wirklich beurteilen, vielleicht war sie vor Ort wirklich perfekt organisiert. Also, das muss man ja auch mal, das gehört ja auch dazu. Ich habe keine Ahnung, wie die Einlässe waren, ich habe keine Ahnung, wie gut du an die Start hingekommen bist und wieder weg. Also, das darf Also, man ja auch nicht vergessen. Gehört ja auch irgendwo dazu. ja, da keine Ahnung. Also da kann ich nichts zu sagen, aber ja, so generell, ich hatte irgendwie keinen Bock auf die WM. Ich habe viele Spiele angeschaut. Vieles war unterirdisch, einiges hat Spaß gemacht, aber ja, also ich brauche es, um ehrlich zu sein, ich brauche es nicht nochmal und ich glaube auch nicht, dass irgendwie aufgrund der WM diese, ja, Dings gegen den Fußball sich irgendwie in Deutschland verbessert. Wie sagt man, so dieses, im Moment ist ja so dieser Zwist mit dem Fußball und dem Gegen den Supporten. modernen Fußball. Ja, genau. Und ich glaube, das ist irgendwo, hat sich auf keinen Fall verbessert. Also. Ja, das ist meine Frage. Also, wie gesagt, ich hätte fast gesagt, wenn du eine bei in Fußballkreisen höchst umstrittene WM von einem höchst umstrittenen Verband in einem höchst umstrittenen Land stattfinden lässt, dass dadurch plötzlich der Fußball jetzt plötzlich wieder die Liebe zu dem Sport auf FIFA-Ebene wiederfindet, aber Ja, es ist ich glaube auch, das wird einfach nicht mehr kommen.
Ich glaube schon, dass es noch wieder kommen wird, aber nicht so, wie es jetzt im Moment läuft. Also die Leute, die haben einfach keinen Bock drauf. Es ist ja auch so. Und dann auch immer dieses, weißt du, Deutschland ist ausgeschieden und das nächste, was ich sehe, ist den Kai Havertz in seinen Calvin Klein Boxershorts da und du wirst da von dem echt zugepflastert mit. Weißt du, ich weiß nicht, das ist dieser Kommerz, der nervt einfach nur noch. Danke für die Das Info, habe ich welche nicht gesehen. Unterhosen der trägt. Ja. Also ich werde da, wie gesagt, mit zugepflastert. Ich weiß nicht warum. Ich Ja, like vielleicht sollst du George wieder nicht den kleinen Unterhose kaufen. ja. Oder Aber du guckst so viel Männerunterhose an, Sabine. ja. Oh Mann. Nee, aber wie gesagt, mich nervt das auch total. Diese Instagram-Ballerinas, weiß ich nicht. Ich brauch sowas nicht. Ich glaube, das ist ja das Hauptproblem. Aber es ist halt auch unsere Zeit, Sabine. Vielleicht sind wir auch einfach zu alt. Wir sind halt nicht mit dem Kram groß geworden. Ich bin es auch, ich brauche das alles auch nicht. Ich kann auch als Selbstdarsteller weiterhin, wie gesagt, jeder, wenn er glücklich ist damit, sich karnevalmäßig zu verkleiden und da so ins Stadion zu gehen und das dann bei TikTok selbst zu filmen oder ins Rampenlicht zu stellen. Jeden das seine, es ist nicht meine Welt. Es wird auch nie werden, da bin ich mir sicher. Das ist für mich auch so. Ich meine, dieses Handy-Gedaddel und die Leute laufen dann in dich rein draußen. Das ist auch so eine Sache, wo ich auch nicht reinkomme. Aber die Leute, die mit dem Handy daddeln, die sind auch, glaube ich, die wenigstens, die ins Stadion gehen. Wenn du da mal schaust, das ist eigentlich so von der Generation her doch schon eher unsere Generation, die noch ins Stadion geht. Ich weiß nicht. Also, ich weiß auch Also, nicht, wo der Deutsche. Die Männer sind noch die Jüngeren. Also wir gehören ja schon zum alten Eisen. Ja. Und die Problematik hast du auch in der Bundesliga. Deshalb, ich weiß es halt von Frankfurt, aber ich denke halt, es ist in jedem Verein so. Nicht umsonst wird ja permanent auch von Seiten der Ultras gesagt, du sollst die scheiß Handys wegstecken. Aber Also das Problem ist auch da. wie findet ihr eigentlich jetzt den Ansatz mit dem neuen Team, was sich jetzt um Deutschland kümmern soll? Ja, was haltet ihr davon? Ich hoffe nicht, dass es sich um ganz Deutschland kümmert. Ah ja, aber die Nationalelf natürlich oder die Mannschaft, wie sie hieß. Fußball-Deutschland. Reduzieren wir es auf Fußball-Deutschland Ja, genau. beziehungsweise auf den Deutschen Fußballbund. Denn ich glaube, dass der ein oder andere Verein auch da nicht unbedingt die Hilfe von den Herren braucht. Aber nein, ich finde die eigentlich ganz gut. Es ist eine geballte Fußballkompetenz, die allesamt gezeigt haben, dass sie es können. Und wie gesagt, man darf ja auch nicht die Aufgabenstellung vergessen. Die sollen ja jetzt ein Profil entwickeln, wie ein neuer Sportdirektor aussieht, beziehungsweise Sportdirektorin oder wie viel wir eigentlich brauchen. Also mal ein Konzept zu entwickeln wieder und sich Gedanken zu machen, wohin wollen wir eigentlich? Und das mit Leuten, die nachweislich Ahnung vom Fußball haben, ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Ansatz. Ich bin mal gespannt. Ja. Ja, Gott, genug Wehen ist rum. Der letzte Sekt, den habe ich wahrscheinlich in Argentinien auch schon getrunken, alle mit Kopfweh in der Ecke hängen. Ich glaube, die feiern immer noch. Okay, ich glaube auch. Du, wie gesagt, das ist auch eine Sache, das muss man auch mal fairerweise sagen. Es freut mich einfach für die Argentinier als Menschen, die also, wie gesagt, wirklich in einer wirtschaftlicher Not sitzen, wo die Wirtschaft am Boden liegt, die von einer Hyperinflation in die nächste gehen. Wie gesagt, mir stöhnen unter 10%. Wir haben, jetzt bin ich die letzten Wirtschaftsdaten gelesen, habe 90% gehabt. Und da nochmal eine Ablenkung, das ist natürlich eine schöne Sache. Und das freut mich einfach, wie gesagt, für die Leute. Und uns feiern, weil, wer weiß, wann sich das nächste Mal Weltmeister werden. Komm, Marc, haus raus. 4 Jahren, wann sonst? Gut, normalerweise sind natürlich, hat man Lars. ja immer gesagt, Südamerikaner auf dem amerikanischen Kontinent unschlagbar. Und da es ja nur zwei gibt, die jetzt in Frage kommen, sind die Chancen schon gar nicht so schlecht. Nee, Lars, der Unterschied zwischen mir und Sabine ist ja, ich entscheide mich irgendwann mal für etwas und dann bin ich das für immer. Ja. Ich bin nicht wie Sabine, die Vereine, die Nationalitäten, wie die Unterhose wechselt. Das ist ja Nee, auch ich nicht bin so dann schlimm. auch treu. Ich bin dann auch allen, aber allen treu.
Ja, siehst aber du. ja. Siehst du, und ich habe mich vor Urzeiten für Argentinien entschieden und deswegen werde ich immer zu Argentinien, was das angeht, halten. Gut. Was mir natürlich bei der WM, das wollte ich euch eigentlich auch mal, oder ist es mir nur, ich habe das Gefühl, das war die WM der heulenden Männer. Ja, und? Was ist so schlimm dran, wenn Männer sich ihrer Tränen bewusst werden? Ja, ich weiß nicht, also das fand ich auch etwas übertrieben. Ja, natürlich Emotionen übermannen dich, auch wenn ich dann gesehen habe, die Maria schießt 2-0, steht kurz davor in Tränen auszubrechen. Der Trainer bricht in Tränen aus, weil Argentinien heult, Cristiano Ronaldo heult, Marokko heult. Ja. Ich habe noch immer keinen Hackenfrisch. Das war so eigentlich ein Bild, was ich so ein bisschen. Es gab wahnsinnig viele Elfmeter und heulende Männer. Habe ich gerade so bewusst wahrgenommen, ehrlich. Ja. Okay. Dann liegt es an dir. Gut. Ja, der Lars ist aber auch ein Flenner. So. Ja, permanent am Flirren. Ist ja auch so traurig, diese Welt. Ja. Weil Gott. der klingt immer nur so hardcore. Ich habe ihn schon weinen sehen. Ja. Also. So. Gott. So, dann. Wollte ich gerade Details, aber die fehlen jetzt irgendwie. Das ist was Privates. Na gut. Dann frage ich das mal. Aber ich wollte es nur So. mal so andeuten. Du hast ihn in den Schwitzkasten gehabt, gib's zu. Nee, hatte ich ganz bestimmt nicht. Okay. Nein, wir haben auch mal was gewonnen. Das ist nicht so meine Sache, andere Menschen anzufassen, Sabine. Weiß, ja. Gut. So, jetzt haben wir natürlich nochmal ein ganz großes Thema, was eigentlich natürlich auch größer ist als die Fußball-WM, natürlich unser Dezember-Sport-Flash-E-Magazin. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es wirklich größer als die WM da war. Ja, Also. nein, weil was ich als cool finde, schon mal von vorne weg, und da will ich auch mal einen kleinen Aufruf hier in die Runde hauen, ist natürlich der große Block rund um die World Games nächstes Jahr in Berlin, die Special Olympics. Ja. Und Berlin sucht jetzt, kann man sich direkt bei denen auf der Seite bewerben von den Special Olympics, natürlich Volunteers, die die Veranstaltung begleiten und helfen und machen. Es sind 20.000 Leute. Also wer da Lust, Interesse und Zeit hat, im Großraum Berlin kommt, einfach auf die Seite von World Games gehen und sich bewerben und da helfen. Denn wie gesagt, jede Großveranstaltung braucht seine Volunteers, und deshalb, wer da Lust hat, gerne sofort melden. Ich weiß nicht, Sabine, kannst du da vielleicht einen Link drunter setzen? Natürlich, kein Problem. Super. Ja, und da sind wir ja eigentlich auch schon beim E-Mail-Gesinn. Da haben wir ja auch einen größeren Blog drüber. Es ist natürlich schon toll. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Bewanderte im Bereich des Sports, aber dass die Leute, ich finde einfach diese Faszination, dass die sich einfach, ja, jeder, der Sport treibt, weiß, was das eigentlich für eine Quälerei ist. Und durch die Behinderungen haben sie ja schon in ihrem Alltag es sehr, sehr schwer, und sich dann auch nochmal zu sportlichen Höchstleistungen zu quälen, finde ich einfach faszinierend und toll. Ja, und so die Professionalität, die auch mit da dabei ist. Also das ist wirklich, ich finde es einfach von den Athleten einfach super, dass sie wirklich sagen, so, ich habe die Behinderung, aber ich will jetzt hier Höchstleistungen bringen. Und wie man dann auch gelesen hat, die hatten natürlich auch mit der Pandemie zu kämpfen. Dann haben sie mit viele haben ja auch mit den Umständen zu kämpfen, wie finanziere ich das? Und ja, es ist an der Blog, finde ich, ist total schön, einfach mal so um den Hintergrund hinter die World Games zu bekommen, hinter den Sport, wie viele Leute da drin sind. Auch der Luis Klemeyer, der Mitorganisator war, einfach das mal zu lesen. Ich finde es also ganz, ganz toller Blog eigentlich. Ja, wie gesagt, nee, das meine ich ja. Du siehst ja auch mal einige, du siehst natürlich am Ende siehst du die Fernsehbilder von den Sportlern und den Sportstätten. Aber dieses ganze Hintergrund, was ja eigentlich, ich weiß gar nicht, wann die angefangen haben, ich glaube, sich mit dieser Organisation zu beschäftigen, das siehst du ja gar nicht. Und das finde ich einfach immer wieder faszinierend.
wieso Leute das dann auf die Beine stellen. Ja, definitiv. Also, ja. Und die Bedeutung jetzt, ich sag mal zum Beispiel für den Robert Herberg als gebürtiger Berliner, jetzt sind die Special Olympics World Games dann auch noch in Berlin. Das ist natürlich dann auch für viele dann einfach jetzt was ganz Besonderes, ne? Und das ist Ja. viel Freude und ja, also ich finde auch in den Bildern erkennt man einfach den Stolz und das Farbenfrohe, was dahinter ist. Also ich finde das echt top. Und Ja, wie gesagt, also. ich möchte die Menschen auch nicht reduzieren auf Menschen mit Behinderung, sondern für mich sind das einfach Athleten. Fertig. Ja, Ihr ganz das eigen. ist ja eigentlich, das wär ja das Schönste, wenn wir da eigentlich wirklich mal hinkommen würden, einfach gar nicht mehr groß zu unterscheiden. Gut, das wird ein Traum bleiben, weil irgendwo musst du es ja unterscheiden, allein um es bewerten zu können. Aber trotzdem, es ist einfach, es sind Sportler. Und das ist ein großes Sportevent und ich finde es also wirklich toll, dass die also jetzt Berlin sich da hinsetzt und das organisiert. Und dass das jetzt in Deutschland stattfindet. Ja, definitiv. 192 Nationen kommen dorthin. Also es ist eine Riesensache. Wie gesagt, wir verlinken auf jeden Fall nochmal für die Volunteers und auch, wo man sich die Tickets sichern kann. Die kann man nämlich auch schon sichern. Dann Ja, unter. ich wusste jetzt nur, dass also wie gesagt die Volunteers gesucht werden. Und ja, gut. Gut, dann gehen wir nochmal auf so ein paar Artikel. Ich fange mal einfach wieder an, was ich eigentlich wieder cool fand, beziehungsweise wo ich mit euch ein bisschen drüber reden will, weil ich habe A, muss ich halt einfach sagen, von den Sportarten wieder keine Ahnung hatte. Oder in dem Fall jetzt von den Rekorden. Das ist ja der Kurt Nools, der schnellste Mann auf Kufen. Mit jetzt 103 km/h hat er, glaube ich, geschafft. Wahnsinn, oder? Ja, also. Mir ist das irgendwie immer noch, ja, ich weiß, dass diese Eisschnellläufer, deshalb heißen sie Eisschnellläufer, schnell sind. Aber dass du also über 100 km/h kommen kannst, Wahnsinn. Ja, gut, das ist ja im Endeffekt in dem Fall ein künstlicher Effekt. Vor Ja, ihm das. fährt ja ein Auto und So. vor ihm ist quasi ein Schild aufgebaut, der eine Form von Windschatten liefert. Und Gut, aber deswegen. trotzdem musst du erstmal so schnell werden. Das ist ja auch die Frage, meinst du, das ist das Ende der Fahnenstange oder geht noch mehr? Also er glaubt, es ist das Ende der Fahnenstange, sagt aber auch, Rekorde sind dafür da, um gebrochen zu werden. Ja, das ist ja meistens so. Im Prinzip sieht man das ja beim Segeln, Team New Zealand, das ja am Salzsee am Üben ist, um neue Geschwindigkeitsrekorde mit Segeln aufzustellen. Also ich könnte ich mir natürlich da vorstellen, dass das ein oder andere vielleicht auch noch optimiert wird, dass du halt vielleicht noch mal ein Kamera mehr rausholst. Naja, guck dir doch alleine an, wie sich der Sport allein im Bereich der Schuhe und der Kufen entwickelt hat. Also ich Ja. habe ja von meinem Vater noch die Schuhe bei mir im Keller und die haben mit den Schuhen, die heute die Profis tragen, überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, das geht ja auch dann weiter an die Helme, im Prinzip die Windschnelligkeit, wie sie laufen, der Laufstil. Ich glaube, ja, wie gesagt, das sind die Holländer, haben wir ja auch schon in etlichen Vlogs, die Holländer natürlich mit ihren Windkanälen und Optimierung führend. Ja, Das verändert deswegen, natürlich also auch. da wird sich vielleicht irgendwann wieder was tun. Aber jetzt, glaube ich, ist es erstmal für ein paar Jährchen der Weltrekord. Und irgendwann wird einer sagen, das müssen wir brechen. Ja. Ja, gut. Wie gesagt, und das war so das eine, wo ich gedacht habe, wow, das ist so. Und der nächste, das muss ich einfach sagen, wie kommt man eigentlich auf die Idee, mit dem Kajak in die Berge zu gehen? So. Da musst du, glaube ich, erstmal Extremsportler sein. Und bei ihm kommt es daher, dass er eine extrem große Liebe zu Chile entwickelt hat. Und wenn du mal in Chile warst, dann weißt du, dass es da fließende Übergänge gibt zwischen Winterlandschaften und ja, Bächen, Stromschnellen, Ja. Nee, Wasserfällen. das muss ja. Also ich kann das Neuseeland, ich weiß nicht, hat irgendeiner mal erzählt, dass du theoretisch wirklich mit Skiern runter dann an den Strand fahren kannst und schwimmen gehen. Aber das ist also jetzt auch, sagen wir mal, so in Chile so relativ extrem ist, das wusste ich nicht. Ja, doch. Wie gesagt, bietet sich da an und
Soweit ich weiß, sind auch viele alpine Nationen im Sommer drüben zum Skitraining in Chile. Ja, gut, wie gesagt, das Schnee haben, ja, das muss ich allein durch die Anden und eine gewisse Höhe, aber dass du also sozusagen diesen fließenden Übergang hast, das wusste ich nicht. Also das fand ich also auch, wie gesagt, und also wenn du die Bilder anguckst, das ist ja also auch Wahnsinn, wie der da die Skipisten runterdonnert. Sage ich jetzt mal, sind ja gar keine Skipisten, sondern also Schneehänge und Eisbretter. Und dann Felsbrocken im Weg, wo er drüber hinweghüpft. Das ist schon, Ja, der fand das schon ist. richtig heftig. Ja. Aber stark. Ja, wie gesagt, es ist also, ich glaube schon auch, dass sowas richtig Spaß macht, aber. Ja, sagt er, ist ein Lebemensch, ne? Also irgendwie, der kommt auch so rüber, so, ich mache das jetzt, hab da voll Spaß dran, ich will das erleben und fertig. Und irgendwie, ich finde das, boah, ja, Ja, vor schon. allem, was ist cool, das hat man mit Kajak gemacht. Ich sage jetzt mal so, die ganzen Jungs, die aus der Powder-Fraktion kommen, sprich mit IOC unterwegs sind, da ist man ja mittlerweile fast gewöhnt, dass es spektakuläre Abfahrten und Bilder von denen gibt. Aber habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen vorher. Ich auch nicht. Also, wie gesagt, ich war auch das war total einmal imposant von den Bildern her und zum anderen auch einfach so diese Lebenseinstellung, die du einfach aus jeder Zeile rausgelesen hast. Also irgendwie so richtig den Bock darauf, seinen Sport durchzuführen und einfach zu leben und einfach das durchzuziehen. Fand ich auch irgendwie ganz stark. Ja, das ist ja generell, ich finde das ja auch zum Beispiel beim Volker Hölzl da mit seinem Freeride Film Festival, wieder, wenn du die Leidenschaft, die die einfach für diesen Sport haben, das liest du schon eigentlich aus diesen Interviews raus. Wenn du dir natürlich die passenden Bilder dazu anguckst, ja, da kannst du schon neidisch werden. Also Freeride Festival muss ich sagen, also gehört zu meinen Lieblingen. Ich habe nachdem wir mit dem E-Mail fertig waren, auch wieder auf YouTube stundenlang rumgeschaut. Also ich fand das echt, ich finde es einfach toll, was sie da machen. Auch die Bilder sind ja auch gigantisch und wenn du dazu das Interview liest mit den Bildern, das macht einfach irgendwie richtig Spaß, da noch mehr zu erfahren. Und ja, es war wirklich gut. Ja, gut, wie gesagt, wir haben natürlich auch kürzere Wege jetzt als mir in die Berglandschaften. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, bei uns ist mit unserem kleinen Skiabhang hier, ja, da braucht man nicht hin. Da ist man von oben nach unten innerhalb von ja, 3 Minuten unten. Und ja. Was die hier machen, ist ja eine ganz andere Ebene, also von sehr ja echt Hochleistungssport. Aber es ist auch so auch wieder so eine Sache, die leben auch für diesen Fun Factor, für dieses der Arlberg dann noch als Freeride-Mecca mit da drinne, Salzburger Alpen, das ist natürlich gigantisch für die dann auch, was die da vor der Haustür haben und ja. Ja, das ist schon gut. Ja, gut, cool ist cool. Cool. Im Prinzip ist ja auch, wenn du jetzt mal wieder zurück sozusagen aufs Eis gehst, was also diese Crash-Eisfahrer oder auch also die, oh Gott, die Frau Morland, weil den Vornamen kriege ich glaube ich nie ausgesprochen, macht oder auch der Junge, wie heißt er da, der Johnny oder Jojo. Jojo, Dodo, Dodo. So, ja, das ist ja, das habe ich sogar ja schon mal wirklich auch gesehen. Das ist ja auch faszinierend, was sie für einen ja, halsbrecherischen Spiel da reinbringen und wie die da runterdonnern teilweise. Es ist schon klasse, also. Das ist auch, ich fand interessant, dass die jetzt aus dem Paarlauf kam, die Anaïs Morand. Also. Also, genau, ja, das fand ich eigentlich auch. Machst du da die sehr elegant und gehst dann rum und. Oh. Also. Ich habe es auch im Fernsehen auch schon gesehen gehabt, bevor ich das Interview jetzt hier gelesen hatte. Ja, wurde eine Zeit lang mal übertragen, auch für uns in Deutschland. Ja, Ja. das ist doch irgendwie vorolympische Disziplin irgendwann mal gewesen, ne? Als Vorstellung oder so, kann das sein? Das weiß ich nicht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, ich hätte das mal als, dass sie das die Sportart mal vorgestellt hatten bei den letzten Olympischen Spielen, also Winterspielen und ich meine, da war irgendwie sowas gewesen. Weiß ich nicht, wie gesagt.
Ich weiß nur, dass die Red Bull Series eine Zeit lang bei uns im deutschen Fernsehen lief. Leider nicht mehr, weil ich fand sie immer spektakulär und spannend. Ja, wie gesagt, das war spektakulär. Wie gesagt, und es wundert mich eigentlich, weil das ist ja eigentlich eine Sache, vor allem, das ist, ja, man könnte jetzt auch sagen, natürlich wieder eine Sportart unserer Zeit, sehr schnell, sehr knackig. Es passiert sehr, sehr auf kurze, in kürzester Zeit sehr, sehr viel. Das ist also so überhaupt keinen anderen anscheinend dann gefunden. Das muss man ja sagen. Oft senden ja leider nur Medien so lang, wie die Leute auch zugucken. Ja, es ist leider so. Es ist immer, wenn man das so alles so sieht, dann denkt man immer, jetzt gleich müsste Stefan Raab da irgendwie doch um die Ecke kommen mit irgendwas bei dem Sport. Aber ja, ich finde es echt gut. Jo, gut. Dann gehen wir mal Richtung Motorsport. Fand ich natürlich das Interview mit der Emma Gilmore sehr interessant. War mir auch gar nicht so bewusst, dass das wirklich die erste Frau in der Geschichte von McLaren war. Fahrerin. Ingenieursebene gibt es da schon Frauen. Ja, ich meine, so ist logisch Fahrerin. Muss man dazu sagen, Fahrerin. Also ich war immer der Meinung, die hätten da auch schon vorher welche gehabt. Aber siehst mal, kann man also auch irren. Ja, aber dazu muss man sich ja den Rennstall McLaren einfach angucken. Der ist in erster Linie erstmal Formel 1 geprägt. Ich wusste das natürlich auch nicht mit der Fahrerin. Ja. Das ist die erste Dame war oder Frau war, die hinterm Steuer bei McLaren sitzt. Wobei das bei mir eigentlich ja kein, also du weißt ja, ich verfolge eigentlich so den Motorsport nicht so, dass ich das jetzt auch wissen könnte. Ja. Aber bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich gedacht habe, warum jetzt? Erst jetzt? Also da war so ein bisschen, ja, das, was man gefragt hat. Warum erst jetzt? Ja. Weil irgendwo, ich habe gedacht, das wäre dann doch schon ein bisschen fortschrittlicher. Ja, gut, es wundert mich ja generell, dass es eigentlich glücklicherweise im Motorsport wirklich noch keine Frau gibt, die also auch jetzt wirklich da weit vorne mitfährt, sage ich ganz ehrlich. Ja. Es ist für mich sehr, sehr überraschend. Aber ja, mal gucken, vielleicht wird noch die eine oder andere kommen. Ja. Ich glaube, jetzt ist Marc wieder da, oder? Ja, ich bin wieder da. Sehr gut. Das Internet, die hatte ich irgendwie rausgenommen. Du warst gerade bei der Geschichte von McLaren, Formel 1 und dann weg. Ja, dass halt McLaren primär erstmal in der Formel 1 unterwegs war. Und das ist ein männerdominierter Sport. Und die IndyCar Series, die Formel E im nächsten Jahr und die Extreme E in diesem Jahr sind ja erst dazugekommen. Und dort, sag ich mal, ist die Range für weibliche Fahrerinnen größer. Und daher ist sie die erste. Ja, neben was mir gerade, wo du noch nicht da warst, ja auch so gesagt, was mich halt auch wundert, ist, dass es eigentlich bis jetzt überhaupt keine Frau gibt, die auch mal irgendwo in einer größeren Serie vorne mitgefahren ist. Ja, doch, drüben in den USA hast du das schon. Ja, gut, muss ich sagen, drüben, also USA verfolge ich Motorsport fast überhaupt nicht. Also, wie gesagt, drüben in den USA findest du das. Hier bei uns, quasi in Europa, findest du es nicht so. Also, wie gesagt, ich kann mich ganz ehrlich sagen, kann ich mich an die Eleanor erinnern, in der DTM. Die also ja. Sehr, sehr lange gefahren ist, auch das eine oder andere weiter vorne gelandet ist. Aber so, dass du jetzt wirklich mal eine Frau hattest, die um einen Titel, Serientitel mitgefahren ist, kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Oh, nee. Aber kommt vielleicht noch. Gut, ist ja auch immer wieder gesagt, du musst den Frauen natürlich auch die Chance geben. Das kommt dazu. Zum anderen, kommt bei den Frauen natürlich auch weniger Nachwuchs nach. Ja. Und darum ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Mann durchsetzt, aktuell einfach höher. Ja. Na gut. So. Ich habe eigentlich nichts mehr jetzt. Kriege ich schon wieder so eine Zeitwarnung von dem Ding. Deshalb, habt ihr noch irgendwas Spezielles? Ja, also generell, wie gesagt, ich fand wieder die Mischung auch toll. Auch die ganzen Bereiche waren auch Motorsport. Also ich habe es mir auch
lesen, was normalerweise bei mir ja, aber ist echt spannende Sachen mit dabei und wie gesagt, also tolles Ding wie immer. Ja, kann ich mir, wie gesagt, ich bin auch, ich lese das ja nicht auf einmal, ich lese das ja immer trockenweise, aber es macht einfach Spaß und ich finde das auch, wie gesagt, was ich so toll finde, ist einfach, dass du wirklich da auf Sachen triffst, ja, wo ich also trotz Begeisterung noch nie was von gehört habe Ja. oder mir das auch einfach teilweise gar nicht vorstellen kann, dass es sowas gibt. Aber deshalb, ich finde es immer wieder sehr, sehr interessant. Es ist immer cool, wo der Markt die Sachen herzaubert, aber wie gesagt, deshalb, jeder sollte mal reingucken. Es ist einfach wirklich was anderes. Genau. Gott, so, jetzt bist du dran, Sabine. Ich bin dran. Okay, ja, ich möchte auf jeden Fall allen frohe Weihnachten wünschen, Happy Chanukka. Und ja, lasst euch gut gehen, weil wir hören uns erst nach Weihnachten wieder. Stimmt. Ja. Stimmt, klar. Dich gibt es Weihnachten zum zweiten Weihnachtsfeiertag ja erst wieder. Oder? Ja. Yep. Gut. Doch, dann musst du noch eine obligatorische Frage stellen. Ich dir. Ja. Das, über was wollt ihr denn morgen wieder sprechen? Ach man, das, ach, ihr redet morgen über die Vikings, über das ganz besondere Spiel und nee, keine Ahnung. Nein, machen wir nicht. Schade. Nein, wir werden mal passend zur Jahreszeit mal aufs Sportjahr 22 zurückblicken, was so die Highlights waren, was es alles gab, was wir alles vergessen haben. So. Und natürlich werden wir uns dann am Donnerstag auch nochmal mit der Fußball-WM auseinandersetzen und dann gehen wir in die Weihnachtszeit. Wunderbar. Gut, dann. Auch für alle, die und Marc und mich jetzt also sozusagen morgen und am Donnerstag nicht mehr verfolgen, wünsche ich eine schöne Weihnachtszeit, frohe Weihnachten und wir hören uns, wie gesagt, mit dem Bienchen dann wieder am nächsten Montag, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Genießt die Festtage, erholt euch gut, genießt die Ruhe und ich freue mich, wenn ihr entweder bei den Vlogs dabei seid oder dann spätestens wieder nächste Woche bei der Telco. Macht's gut und ciao.